Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, wie man unschwer erkennen kann und auch gerade schon am Microsoft Auge gesehen hat, ich würde jetzt gerne die Tony Hawk-Reihe voranbringen. Und zwar mit Tony Hawk's Proving Ground. Der erste Teil, der in der PlayStation 3-Generation exklusiv für die Next-Gen-Konsole damals rausgekommen ist, auch aus dem Jahr 2007. Auch wieder ein Zufall, Battle for the Airborne. Mein letztes Projekt war ja auch aus 2007. Und ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Ich habe es auch schon seit so vielen gottverdammten Jahren in meinem Regal. Und das trifft übrigens auf fast alle PlayStation 3-Spiele zu, die ich glaube ich habe. Ich habe schon so lange bei mir im Regal. Habe es auch damals wirklich mal angefangen zu zocken. Aber auch genau wie bei Medal of Honor Airborne. Das war auch in der Zeit, wo ich halt mega viele Spielereien auch nachholen wollte. Wo ich damals dann auch... Undergone habe ich damals schon recht nah nach Release gezockt. Undergone 2 habe ich nachgeholt. American Wasteland habe ich nachgeholt. Und auch Project 8 und Proving Ground habe ich nur angefangen. Aber es war mir dann einfach zu viel Tony Hawk, weil ich habe es damals so gemacht. Ich habe wirklich einen Teil nach dem anderen gezockt, oder wollte ich, ne, durchzocken. Und irgendwie habe ich damals das Durchhaltevermögen dafür nicht gehabt, weil ich halt dann einfach mal was anderes spielen wollte. Ja, aber jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich es nachholen. Interessante Geschichte, also zumindest fand ich die interessant, oder zumindest so einprägsam, dass ich die noch nicht vergessen habe. Dieses Spiel hier, ne, das habe ich vor... Also es ist wirklich bestimmt, es war 2008, vielleicht 2009, zufälligerweise gesehen, ja. Und zwar war das noch gar nicht so lange her, zu dem damaligen Zeitpunkt, dass hier in Duisburg das Forum aufgemacht hat. Ja, das heißt, das ist ein Einkaufszentrum, kann man sagen, so eine Einkaufsmeile, wo viele Fressbuden sind, wo man aber auch das ein oder andere Geschäft hat, und unter anderem auch in Saturn. Und ich war damals in regelmäßigen Abständen mit meiner damaligen Freundin, ja, mit meiner Ex-Freundin, regelmäßig auch in der Stadt, und dann waren wir noch beim Saturn. Ich habe natürlich mal Games geguckt. Und dann hat sie einfach aus dem Regal das Spiel genommen und hat gesehen: Ey, Dennis, guck mal. Es hat nur 10 Euro gekostet. Da habe ich gedacht: Jo, nehme ich mit. Da kann ich nichts falsch machen. Und ja, deswegen habe ich das Spiel jetzt auch seit genau so langer Zeit auch schon mal im Regal stehen. Und es verstaubt. Und ja, gut, immerhin habe ich es jetzt schon mal gespielt. Ja, es ist wie gesagt so altes Spiel. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Hier gibt es keine Trophäen. Also, ich kann hier keine Planet-Trophäe holen. Ich gucke jetzt gerade noch mal ganz kurz auf die Spiele, da muss ich aber kurz aufstehen. Ja, das ist sogar so alt, das Spiel. Das galt aber übrigens auch für Medal of Honor Airborne, da habe ich nur nicht drauf geachtet. PlayStation 3 hatte damals einen anderen Schriftzug, der glich so ein bisschen dem Spider-Man-Schriftzug. Und ich glaube, da gab es dann irgendwelche Copyright-Probleme, weswegen PlayStation 3 dann einen anderen Schriftzug für seine Spiele und sowas haben musste und auch für den PlayStation 3-Schriftzug. Das ist noch eins von den alten Spielen, wo der alte Schriftzug noch zu sehen ist, ja. Gut, Proving Ground, ich versuche mal zusammenzukriegen, Entschuldigung, Aufstoß, ich bin jetzt gerade aufgestanden, Entschuldigung, wir haben jetzt den 30.12. um 6.27 Uhr, deswegen klinge ich auch noch so ein bisschen, wobei ich auch noch erkältet bin, das ist morgens immer am schlimmsten. Ich versuche aber noch mal ein bisschen was zusammenzukramen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen open-worldig, aber das verfolgt, wenn ich mich recht erinnere, ein anderes Spielprinzip als alle anderen Teile zuvor. Also es ist jetzt nicht so, dass man zum einen zeitgebundene Level hat, wo man dann in der Zeit halt viele Aufgaben machen muss, wie bis zum dritten Teil. Es ist aber auch keine Open World, wo man sich, glaube ich, die Aufgaben so holen kann und dann einfach die Aufgaben abarbeiten muss. Also ich glaube, das ist wirklich schon eine kleine Story, die man hier verfolgt. Und was ich auf jeden Fall noch weiß, wir können uns entscheiden, wie wir uns entwickeln möchten, in welche Richtung. Auch weil ein Commerz-Skater werden, ein Street-Skater, und da gab es noch irgendwas Drittes. Weiß ich es aber nicht mehr ganz genau. Ich gucke trotzdem mal in die Optionen mal rein, was hier so abgeht. Spielladen, habe ich überhaupt einen Spielstand? Ich glaube nicht. Anzeigeoptionen. Punkte kommen. Untertitel, sehr gut. Das ist immer wichtig für mich. Achso, das hat man gerade schon. Soundoptionen, Zufall. Ist auch in Ordnung. Mal gucken, ob ich die Lieder kenne, ne? Weil ich habe das, wie gesagt, also das habe ich so wenig gespielt, mir fallen hier keine Lieder ein, die ich vielleicht kennen könnte. cool, Spielsequenzen kann man auch noch mit abspielen. Probier auch noch Sponsorenfilme, Sturzfilme, Bonusfilme, okay. Steht da vielleicht auch so. Ich habe jetzt aber nicht schon alles freigeschaltet, ne? Nein, habe ich noch nicht, gut, okay. Aber Bonusfilme hätte ich auf jeden Fall schon mal. Das wäre doch schon mal was für den letzten Part, ne? Ich habe keine Ahnung, wie umfangreich das Spiel ist, ne? Wirklich überhaupt gar keine Peilung. Aber deswegen würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. Story-Modus. Neue Story. Festplatte wird überprüft. Keine Memory-Card. Schön. Ach, guck mal. Skater? Nein, wir heißen nicht Skater. Natürlich nicht. Sondern wir heißen... So. Perfekt. Die Spielspeicher automatisch, wenn das passiert, wird in der Ecke des Bildschirms ein Symbol mit Text angezeigt. Bitte dieses System
oder vielleicht das DAI-System während des Speichervorgangs nicht ausschalten. Okay. Es ist aber nicht installiert, weil ich habe es gestern extra nach Metal of Honor nochmal angemacht, um zu gucken, ob das Spiel installieren muss. Das ist nur der Spielstand, ne? Das ist nur der Spielstand. Hallo? Ich bitte nicht installieren. Ich habe extra geguckt. Ich mache mal einen Schnitt. Ne, wenn er fertig ist, dann geht's weiter. Es ist fertig. Okay, ich brauche keinen Schnitt zu machen. Ich habe auch hier keinen Plan, wie es hier mit Pros ist und ey, wirklich null. Ne, das ist jetzt für mich auch eine komplett neue Erfahrung. Achso, übrigens, andere Tony Hawk Let's Plays unten in der Beschreibung, ne? Wenn ihr meine Let's Plays sehen wollt, zu Tony Hawk 1, 2, 3, 4, Underground, Underground 2, American Wasteland und Project 8. Achso, ich habe doch noch mehr Zeit gehabt. Skater bearbeiten. Wo sehe ich aus wie Mitte 50? Okay, ich habe noch gerade einen anderen Skater-Namen genommen. So, nehmen wir gleich hier normal hier. Zack. Fertig. Ja, nehmen wir Duisburg, ne? Aber selbstverständlich schön Ruhrpott-mäßig geschrieben. In Lautschrift. Duis. Wo ist das B? Achso, das ist alphabetisch. Duisburg. Ich. So, Duisburg. Wie man spricht, ne? Stellung regular oder... Warum hast du so lange geladet? Geladet. Alter, was ist los? So lange geladen. Ich bin noch nicht richtig wach. Regulär auf jeden Fall. Was ist das? Abbruch. Komm, was ist mal mit einer Vorschau oder so? Das wäre doch eigentlich auch mal ganz nice, oder? Egal. Gesicht. Ja, auf jeden Fall. Was bedarf. Es dauert so lange zum Laden. Und das ist wieder so diese typische PlayStation 3 Grafik, ne? Ach komm, dann sind wir mal der Trauer Klos, das passt schon. Hautfarbe ist in Ordnung. Augen. Frisur. Dafür müsste ich erstmal die Kappe loswerden. Was habe ich überhaupt für einen hässlichen Hut? Ne? Ohne. Ah. Oh! Das könnte ich sogar damals gewesen sein. Also bevor ich meine Corona-Haare hatte. Ja, ich lasse das so. Komm, scheiß drauf. Ist mir jetzt auch egal. Achso, Skateboard-Zubehör brauche ich nicht. Aber wie meine Hände aussehen, sieht aus wie 80. Tony Hawk's Underground 2? Wie geil ist das denn? Okay. Ui, Alter. Wir haben für jeden Tony Hawk-Teil... Haben wir? Wie geil ist das denn? Oh, das ist doch schön. Das finde ich nice. Das finde ich wirklich nice. Das ist auch, wenn es immer nur das Logo ist, aber ist ja egal. St. Nelson, Slam Mask, Hero, Dragonflower, what the fuck? Es gibt hier so viele, ne? Wir nehmen American Wasteland. Das ist schön bunt. Aber es ist eigentlich viel zu schade, um damit zu skaten, ne? Grip Tape. Nein, nein, nein. Kann ich irgendwie so, Augapfel, was ist das denn? Nee. Ich will eigentlich nur was, so ein bisschen Abgenutztes haben. Zombie-Schnitt. Mhm. Skulls. Bolzen. Ui. Damit ich weiß, wo ich stehen muss, oder wie? Wir nehmen einfach keinen Schnitt. Ein bisschen abgenutzt wirkt es dann ja schon. Tattoos brauche ich nicht. Diverses. Was ist denn Kopf Diverses? Achso, Ohrring und sowas. Ja, ist in Ordnung, ne, würde ich sagen. Nehmen wir jetzt einfach so, wie es ist. Achso. Und Spiel starten. Ja, perfekt. Hat es nur 10 Minuten gedauert, bis ich mal so weit bin. Wie schön. Dacia, bitte schalten Sie jetzt Ihre System nicht aus. Also übersetzungstechnisch haben die einen oder anderen Fehler gemacht, offensichtlich. Du hast gerade schon geladen, hör auf zu laden. Das war ja schon ein Vorteil, dass die PlayStation 3 über eine Festplatte verfügte. Das kriege ich schon bei der PlayStation 2 mit. Ich habe ja eine PlayStation 2 jetzt mit Festplatte. Und das, die Ladezeiten sind schon besser. Und es ist, vor allem ist es stabil, ne? Also da zuckeln keine Sequenz oder sonst irgendwas. Ah. Ein Skateboard ist mehr als nur ein Stück Holz auf Rädern. Es kann genau das sein, was sich weiterbringt. Und ich meine nicht nur Orte. Skaten kann dein Leben verändern. Alles hängt davon ab, wofür du dich entscheidest. Die Hardcore-Skater skaten nur für einen, für sich selbst. Die brauchen keine Trophäen oder Ruhm. Sie skaten, bis es wehtut, und dann skaten sie weiter. Und wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt? Nun, dem wird die Hülle heiß gemacht.
Rigger sind Erfinder. Sie sehen Möglichkeiten, wo andere gar nicht sehen. Von der Reparatur kaputter Spots zum Bauen völlig neuer, wo noch nie geskatet wurde. Sobald sie was gebaut haben, müssen sie aber verrückt sein, um drauf zu fahren. Der Regelskater bewegen sich auf einer ganz anderen Ebene. Eine mit Geld. Sie skaten, damit du auch genau weißt, wie gut sie sind. Und das tust du auch. Sie fliegen in der Welt herum, kriegen ihre Gesichter in Zeitschriften oder ins Fernsehen und sie kriegen Geld dafür. Voll die Rockstars. Du bist, wie du skatest. So einfach ist es. Hey Mann, die Ostküste muss man einfach lieben. So wie ich das verstehe, hängt deine Skaterkarriere hier davon ab, wer du sein und was du tun willst. Hier gibt's eine Menge toller Locals und Profis, die dir gute Tipps für deine Wahl geben können. Viel Glück, Bruder. Und denk dran, jede Wahl bestimmt immer auch, wer du bist. Erfüllt drei Stilziele. Karriere grün, Rigger lila, Hardcore orange. Stileinführung, genau, richtig, das war das. Und los geht's! Also, ich finde vom Stil her wirkt es ein bisschen wie Skate, oder? Also von der Herangehensweise her. Ah, guck mal. Ach, fuck. Ich hab die Ballons nicht gesehen, muss ich wirklich sagen. So, also die Rigger gab's auf jeden Fall. Das waren die nämlich die dritten, die ich mir gedacht hatte. Inner City Philly. Ups. Okay, schön. Ein Minirad da wäre ganz nice. Okay, ich muss das mit der Ballons noch mal ein bisschen checken. Aber okay, ich glaube, das kriege ich irgendwann hin. Ist nur eine Sache der Gewohnheit. Gut, würde ich sagen, wir gehen erstmal zum Hardcore-Skater, weil ich würde am liebsten einen Hardcore-Skater machen. Dafür bin ich zu unkreativ, ne? Für die Wigger. Ist auch eine coole Sache. Aber, wie gesagt, die Kreativität fehlt mir da, glaube ich, einfach. Und, also, es steuert sich auf jeden Fall schon anders als viele der anderen Teile. Eieiei. Okay, ich frage mich jetzt nur, wo ist denn hier der Hardcore-Skater? Oder muss ich sowieso ältere Aufgaben machen? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ah, Bonus kann ich auch noch. Also die Tricks sind alle noch von früher auch vorhanden. Ich bin gespannt, was es für neue Sachen geben wird. Ich habe es damals vielleicht, also ich habe es wirklich nicht lang gespielt. Vielleicht 3 Stunden oder so. Was ist das? Ach, das ist ein Mann. Das ist ein Typ. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ach komm, jetzt darf ich da nicht rein oder was? Wo ist der Hardcore-Skate? Da bin ich blöd oder was? Schöne Autokralle gerade dran gehabt. Ich habe gerade eine Sequenz gesehen. Da war Guitar Hero Werbung, ne? Finde ich eigentlich ganz nice. Also, das ist ja, glaube ich, auch von. War es auch von Activision? Oder zumindest haben die irgendwas damit zu tun gehabt. What the fuck, boy? Voll durch. Was geht hier ab? Achso, da hat sich jemand wohl. Ne, es ist ein. Ist das Olli? Ist das Olli the Bum? Das wäre geil, wenn der hier auch drin auftauchen würde. Okay. Gut, ich finde den Hardcore-Skater nicht. Habe ich eine Karte? Mein Skater, meine Ziele? Nö. Augenscheinlich nicht. Ja, ne? Dann, fangen wir doch mal mit dem Wiggen an. Keine Ahnung. Getting jiggy with it. Nein, ich will nicht. Also, wie gesagt, vielleicht muss ich alle 3 Ziele machen, aber kann nicht sein, der ist doch hier irgendwo. Himmel, Arsch. Bin ich so blind? Mit hier hinter? Ne, okay. Hätte ja auch sein können. Ich hab auf jeden Fall schon gut los, das Spiel, ne? Das ganze Let's Play. Ah, da oben vielleicht? Nee. Ich habe eigentlich gedacht, dass die beiden nicht so nah beieinander wären. Ich dachte eigentlich, der Hardcore-Skater wird hier stehen, aber okay. Du gibst mir nur Karriere, ne? Ja, dann nail the trick. Ach so. Ja, nail the trick will ich ja auch können, so ist es ja nicht. Ich finde die Perspektive nur ein bisschen blöd. Ich hätte lieber die normale Perspektive, die man gewohnt ist, weil die ist ein bisschen zu nah dran. Ja. Wow. Ich glaube, lieber als Wing mache ich lieber die Karriere, glaube ich, sogar. Ach, verflucht. Ich wollte nur noch einmal springen, wirklich. Okay, aber es ist auch schon mal gut zu wissen. Viereck drücken, um Sturz zu stoppen. Hier ist das Level wahrscheinlich zu Ende. Hier nochmal rein.
Jetzt fängt es ja auch noch an zu regnen, super. Es geht im Regen, ist immer blöd. War ich hier schon mal? Wo bin ich hier? Wahrscheinlich, ne? Das sieht für mich alles gleich aus. Okay. Aber das zu. Ich schätze mal, das sind alles Bereiche, die kann ich noch freischalten im Laufe des Spiels. Ich muss mich erstmal ein bisschen einfinden, ne? Gebt mir die Zeit. Ja, gut. Dann gehe ich erstmal zum... Ich habe ihn gefunden! Hi! Hey, mach dir nichts draus. Meinen wir wirklich dieselbe Gap? Du kannst das. Wow! Abgefahren. Los, Mann. Willst du mir sagen, du kommst da nicht rüber? Das glaube ich nicht. Mike V guckt zu, wie ich mich abmühe. Du skatest zur Gap, als ob du einen Kickflip machen willst. Ich will einen Kickflip machen. Nein, du willst über eine gewaltige Gap und dabei noch einen Kickflip machen. Aber das wird nichts, wenn du kein Tempo hast. Tempo? Wie kriege ich denn mehr Tempo? Los, ich zeig's dir. Das, so stößt du dich für Tempo hart ab. Für noch mehr Tempo stoß dich noch fester ab, wenn dein Bein komplett ausgestreckt ist. Wenn du im falschen Moment abstößt, verlierst du deine Geschwindigkeit. Bleib also im Rhythmus. Drück nochmal, wenn dein Bein gerade nach vorn gestreckt ist.